Juhu! Wow, was ist los? Anhalten, stopp! Jetzt wird's hier nochmal schwierig. Die Frauen stehen auf mich, weil ich jeden Tag mein Leben riskiere. Na Leute, kommt euch das bekannt vor? Denn das ist typisch für Landwirtschaftsinfluencer. Ich bin Michel, Ackerbauer aus Schönwalde. Und jetzt auf keinen Fall vergessen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, denn das ist 100 Hektar Heimat. Und wir gehen heute einen Deal ein. Ich zeige euch verschiedene Influencer-Typen und ihr schreibt mir in die Kommentare, welcher euch am besten gefallen hat. Trecker fahren war gestern, Vollgas. Boah, geht das ab. Und da jetzt so richtig geile Musik drunter, das wird ein Traum. Vielleicht doch mehr was Elektrisches. Ah. Oder doch was Rockiges. Wuhu! Das geht ab. Das ist ein geiler Traktor. Yeah, man. Meine Follower wollen nicht nur mich sehen, sondern auch meine geilen Maschinen. Sie sind schwer und stark und machen damit jeden Sportwagen platt. Das ist ein 7730. Ach, übrigens, Werbung wegen Markennennung. Geile Pose. Ich hier mit meiner durchtrainierten Figur. Was werde ich heute alles kaputt machen? Ach, ist das schön. Guckt euch diese schönen Sonnenblumen an. Genieße jeden Augenblick, denn der Augenblick ist dein Leben. Also wenn ich meinen Beruf nicht mit Leidenschaft mache, dann weiß ich nicht, wer sonst. Hallo, mein Freund. Na? Auch schon aufgestanden? Versuch nie jemand anders zu sein, denn nur du kannst so sein, wie du bist. Hey Leute, als Landwirt habe ich immer viel zu tun und dafür brauche ich auch die richtige Hose. Und ich zeige euch jetzt, warum. Ich habe jetzt die Lösung. Mit dieser universellen Hose habe ich mehr als 7 Möglichkeiten, Dinge zu verstauen. Handy, Taschenmesser, Batterien, 8 Stück. Wow. Dieses praktische Brettchen aus dem großen Brettchenfach. Und zu einem waschechten Bauernfrühstück gehört selbstverständlich der richtige Treibstoff. Und eine Sache, die er in der Landwirtschaft immer braucht, ist diese praktische Fusselrolle. Wow, und selbstverständlich ist ein waschechter Farmer nie ohne seinen Farmerausweis unterwegs. Sichert euch jetzt unbedingt den Rabattcode Michel15 und erhaltet zusätzlich 2% Discount auf diese absolut geniale Hose. Wow. Wer hat bloß diese enge Hose erfunden? Haufen Taschen und keinen Platz. Welche Typen von Influencern kennt ihr denn noch? Schreibt's mir in die Kommentare. Michel, ja? Was ist das da für eine Maschine? Leute, das ist der Mähdrescher. Die beste Schüttlermaschine am Markt. Wir haben eine riesengroße Dreschtrommel mit 660 mm Durchmesser. Und jetzt kommt der Trick ohne Knick. Anstatt das Material unten unter die zweite Welle durchzuführen, gehen wir oben drüber. Wie genial ist das denn? Das hat es noch nie gegeben. Leute, das bringt ihr bis zu 305 PS in der Drückung. Ist das nicht verrückt? Und wenn euch das nicht reicht, dann nehmt ihr das größte Modell und dann hat das ganze Ding 450 PS, voll verglast, Touchscreen-Display, Klimaautomatik, Kühlschrank, Beifahrersitz. Ich sitze jetzt hier so auf dem Beifahrersitz, ne? Ja. Ist nicht so bequem. Was will man denn noch mehr? Mein Lieblingssport ist Maistransport. 2 Bleche über Kreuz, fertig ist der Deutz. Lieber Korn im Blut als Stroh im Kopf. Freitag, Wochenende, Gülleballern. Klebeband und Strapse, fertig ist die Hinterachse. Das Q in Fan steht übrigens für Qualität. 230 Volt im Arm, aber oben brennt die Birne nicht. Ist der Bauer noch nicht satt, fährt er sich ein Hühnchen platt. Ist die Viehzucht aufgegeben, heißt es von Touristenleben. Hat der Bauer mal kein Geld, waren die Felgen wieder gelb. Trecker fahren muss man nicht erklären, das kann man. Ich liebe meine Maschinen. Meine Maschinen sind meine Familie. Die haben Gefühle. Das verstehst du nicht. Wenn ich dich nicht hätte, wen hätte ich dann? Oh. Braver Junge. Na, mein Schatz, was bist du nur für ein Meisterwerk deutscher Ingenieurskunst? Johnny und ich gehen durch dick und dünn. Manchmal ist er auch ein bisschen zickig, aber das liebe ich so an ihm. Er ist so hoch. Der Traktor ist so hoch für mich. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann denkt auf jeden Fall daran, 100 Hektar Heimat abonnieren und die Glocke aktivieren. Hier noch ein Video von Josie, wie sie auf die Sendung Die Alm reagiert. Und ein zweites Video von Lidi Rowe,
Verbotene Dinge, die jeder tut.